Hallo, liebe Gärtner, zu einem kleinen Quickie zur Stecklingsvermehrung einer Feige. Und das ist vor allem für die Leute, die noch nie über Stecklinge Pflanzen vermehrt haben, sehr, sehr lohnenswert, denn es geht super einfach bei der Feige. Wir schneiden hier einen etwa 8 bis 10 cm langen Steckling. Das ist jetzt von einem einjährigen Trieb. Der ist also in diesem Jahr gewachsen, aber schon relativ weit ausgereift. Und der kommt eben ins Wasser. Wir lassen so ein, zwei Blätter stehen. Und dann sehen wir schon nach einigen wenigen Tagen unten diese weißen Punkte, das ist Kallusgewebe, der Vorbote zur Wurzelbildung. Und dann geht das bei der Feige sehr, sehr schnell, dass sich eben unten die Wurzeln bilden. Das sieht durchaus nach ein, zwei Wochen schon so aus und funktioniert bei nahezu 100% der Stecklinge, die ihr schneidet. Und so kann das Ganze dann auch schon eingepflanzt werden. Wer noch nie Stecklinge versucht hat, nehmt euch die Feige als erstes Beispiel und es wird funktionieren. Viel Erfolg dabei!